Hallo und herzlich willkommen bei unserem neuen, heiß ersehnten Format, dem Autocheck. Heute sehen wir uns den Hyundai Ioniq 6 genauer an. Er ist das neueste Highlight in Sachen Elektroautos von Hyundai, nach dem bereits sehr erfolgreichen SUV, dem Hyundai Ioniq 5 und die erste voll elektrische Mittelklasse-Limousine der koreanischen Marke. Und weil dieser vielfach ausgezeichnete Hyundai so viel Aufmerksamkeit erregt, insbesondere in Bezug auf seine dynamisch effiziente Fahrleistung und sein Erscheinungsbild, wollen wir uns selbst ein Bild davon machen. Also los geht's! Unser Fahrzeug, Modell Topline Long Range mit der Außenfarbe Biophilic Blue Pearl, ist mit einer Batteriekapazität von 77,4 Kilowattstunden ausgestattet, bringt 239 kW bzw. 325 PS auf die Straße und kostet inklusive Sonderausstattung rund 76.800 Euro. Die Basisversion mit kleinerer Batterie ist bereits für unter 50.000 Euro inklusive Förderung erhältlich. Der Hyundai Ioniq 6, hier in der 4WD-Variante, hat eine sehr untypische Form. Seine stromlinienförmige Silhouette, manche nennen sie auch Bananenform, fällt einfach im Straßenbild auf und sie erfüllt einen Zweck. Sie soll nämlich zu einer geringeren Aerodynamik verhelfen. Und das tut sie auch, denn der Ioniq 6 hat einen ausgezeichneten CW-Wert von 0,21. Daraus resultiert ein geringer Stromverbrauch und eine bessere Reichweite. Diesen Wert unterbieten bisher nur wenige Elektroautos, zum Beispiel der Mercedes EQS mit einem Wert von 0,2. Der Ioniq 5 hat im Vergleich dazu einen CW-Wert von 0,24. Die Scheinwerfer des Ioniq 6 sind wie bei allen aktuellen Elektroautos üblich serienmäßig mit LED-Leuchten ausgestattet. Das Besondere daran ist, dass es sich um Matrix-LED-Scheinwerfer handelt mit intelligentem, adaptivem Fernlicht. Sie erkennen automatisch Fahrzeuge im Gegenverkehr und sorgen so für optimale Sicht für alle Verkehrsteilnehmer, indem einzelne Module ausgeblendet werden. Sehr schön finde ich auch das Pixel-Design, welches wir bereits vom Ioniq 5 kennen. Das findest du beim Ioniq 6 an vielen Stellen, außen als auch innen. In der Frontschürze befinden sich seitliche Lufteinlässe, sogenannte Air Curtains. Diese geben dem Auto nicht nur einen besonderen Charakter, sondern leiten auch den Luftstrom gezielt durch Kanäle in die Radhäuser und sorgen so für weniger Fahrwiderstand. Vorn hat die Frontschürze darüber hinaus zwei Luftklappen, die je nach Fahrbedingungen geöffnet oder geschlossen werden können und sich ebenso positiv auf die Effizienz des Fahrzeugs auswirken. Unter der Motorhaube versteckt sich übrigens ein Frunk, der relativ klein ausfällt, wie ich finde. Okay, schauen wir uns den Ioniq 6 jetzt mal von der Seite an. Wie du siehst, ist das Fahrzeug mit 4,86 m ein relativ langes Auto. Der große Radstand von 2,95 m sorgt aber auch bei MitfahrerInnen für richtig viel Beinfreiheit. Für das Handling in der Stadt ist die Länge vielleicht nicht optimal, aber im Innenraum natürlich platztechnisch große Klasse und für geübte Autofahrer auch keine große Sache. Unser Ioniq 6 ist zudem 1,88 m breit, 1,50 m hoch und wiegt rund 2 Tonnen. Dieses Modell ist mit 20 Zoll Leichtmetallfelgen ausgestattet. Diese sind übrigens auch aerodynamisch optimiert. Gehen wir nach vorn und schauen wir uns die Außenspiegel an. Unser Fahrzeug hat als Sonderausstattung digitale Außenspiegel mit integrierter Blinkeinrichtung. Die sind elektrisch einstell- und beheizbar. Gerade im Winter ist das eine super Sache. Im Innenraum befinden sich Monitore, die die herkömmlichen Außenspiegel ersetzen. Die eingelassenen Türgriffe erinnern an den Tesla Model X und wir kennen sie auch schon vom Ioniq 5. Als Applikation siehst du wieder hier sehr schön das Pixel-Element. Hinter dem Griff ist das Türschloss versteckt, um das Auto manuell entriegeln zu können, sollte eine automatische Entriegelung aus irgendeinem unwahrscheinlichen Grund einmal nicht funktionieren. Hinten hat der Ioniq 6 abgedunkelte Fenster, das sieht man ohnehin bei immer mehr E-Autos. Okay, schauen wir uns jetzt die Ladebuchse an, die sich rechts hinten am Auto befindet. Die Ladebuchse ist mit einem Typ 2 und einem CCS-Anschluss ausgestattet. Aufgrund der 800 Volt Ladetechnologie und der maximalen Ladeleistung von über 220 kW DC zählt der Ioniq 6 zu den Autos, die mit am schnellsten laden können. In nur 18 Minuten schaffst du es, ihn an einer HPC-Ladestation von 10% auf 80% zu laden. Beziehungsweise in 5 Minuten kannst du 100 Kilometer Reichweite nachladen. Und 20 Minuten für 400 Kilometer. Da bleibt nicht viel Zeit für den Besuch einer Raststation. An einer AC-Ladestation wie dem GoE Charger ermöglicht dir der Ioniq 6 eine maximale Ladeleistung von 11 kW. Das heißt, du wirst an einer öffentlichen AC-Ladestation oder einer Wallbox wie dem GoE Charger in rund 7 bis 8 Stunden von 0% auf 100% aufladen. Nach einer erholsamen Nacht oder einem Arbeitstag kannst du theoretisch unter optimalen Bedingungen wieder mehr als 500 Kilometer fahren.
Das ist natürlich abhängig vom Wetter, von der Fahrweise und von der Straße. Das Auto hat auch eine sehr zukunftsweisende Vehicle-to-Load-Funktion und zeigt damit schon die Richtung zum bidirektionalen Laden auf. Stecke dazu einfach den Vehicle-to-Load-Adapter in die Ladebuchse deines Autos und du kannst direkt Geräte damit betreiben oder aufladen. So bist du bei Bedarf selbst unterwegs autonom, wenn keine Stromquelle zu finden ist. Beachte aber, dass der Adapter bei unserem Modell inkludiert ist, andernfalls als Sonderausstattung dazu gekauft werden muss. Okay, machen wir die Ladebuchse zu und gehen weiter zum Heck. Die Heckscheibe ist aus aerodynamischen Gründen nach unten gezogen. Das ist leider für die Person auf der Rückbank nicht immer ganz so optimal, aber das zeige ich euch gleich. Der Heckspoiler mit Wingnets verstärkt den Abtrieb und die leichte Bootsheckstruktur reduziert den Luftwiderstand, um die elektrische Reichweite zu maximieren. Unter dem Spoiler siehst du eine schöne Leiste an Pixelleuchten, welche sich von links nach rechts zieht und auch noch zwei aerodynamische Elemente, nämlich zwei Diffusoren. Werfen wir jetzt einen Blick in den Kofferraum. Der Kofferraum vom Hyundai IONIQ 6 hat ein Volumen von 400 Liter. Klappst du die Rückbank um, kannst du das Volumen erweitern auf bis zu 760 Liter. Und hier über diesen Knopf lässt sich der Kofferraum automatisch schließen. Okay, lass uns jetzt endlich einen Blick in den Innenraum werfen. Der Innenraum ist sehr clean gehalten. Unser IONIQ 6 ist mit einem hellen Sitzleder sowie einer Sitzheizung vorn und hinten ausgestattet. Auf der Rückbank hast du bzw. haben deine Mitfahrenden aufgrund des großen Radstandes richtig viel Beinfreiheit. Schade ist hier meiner Meinung nach nur, dass man, wie vorhin kurz angesprochen, nicht unbedingt viel Platz nach oben hin hat. Bist du größer als 1,80, musst du aufgrund der relativ flachen Heckscheibe den Kopf etwas einziehen. Wie du siehst, ist der Boden im Fond hier eben und in der Mitte nicht durch eine Erhöhung geteilt. Das finde ich persönlich super, das wiederum mehr Platz und Flexibilität schafft. Die Rückbank hat zudem eine relativ große Armauflage. Und da befindet sich noch eine Steckdose und hier vorne ein USB-C-Anschluss und Lüftungsdüsen. Die Ablagefächer in den Türen bieten leider relativ wenig Platz, um Dinge zu verstauen, da die Türen von Hyundai etwas schlanker gestaltet wurden. Das hilft jedoch hinsichtlich der elektrischen Reichweite. Schlüssel und andere kleine Sachen passen rein, aber zum Beispiel eine größere Wasserflasche, da wird es schon schwieriger. So, setzen wir uns jetzt endlich nach vorn ins Cockpit. Tja. Auch hier ist alles recht clean und sehr modern gestaltet, wie ich finde. Ja? Wie du siehst, ist das Interieur mit Hartkunststoff ausgestattet. Also ich persönlich würde mir dahingehend eine etwas bessere Materialanmutung wünschen. Durchaus spannend ist aber die umweltfreundliche und hochwertige Materialauswahl. Ja, die Sitze werden je nach Ausstattungsvariante zum Beispiel aus einem Öko-Leder oder recyceltem PET-Kunststoffgarn hergestellt. In den Teppichen kommen recycelte Fischernetze zum Einsatz. Das sind nur zwei Beispiele von vielen für das Zeichen, welches Hyundai hier für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt setzt. Okay, schauen wir uns den Innenraum weiter an. Die Türen unseres Fahrzeugs haben ein integriertes Bose Premium Soundsystem. Was ich ganz schön finde, ist das Handschuhfach. Beim IONIQ 6 ist es nämlich als Schublade integriert und nicht als Klappfach und bietet somit richtig viel Platz. Der Hyundai IONIQ 6 ist mit 7 Airbags ausgestattet, die sich hier vorn, hier an den Seiten und hier hinten an der Mittelkonsole befinden. Apropos Mittelkonsole. Die Mittelkonsole bietet richtig viel Stauraum. Sie hat hier zwei Cupholder. Hier vorne kannst du einen Schlüssel oder anderes Kleinzeug reintun. Bedienelemente wie Fensterheber sind somit auch für den Beifahrer richtig gut erreichbar. Hier hat sie noch ein kleines Fach und ein großes Fach mit zwei USB-C-Anschlüssen. Die Vordersitze sind elektrisch an der Seite der Sitze verstellbar. In unserem Fall sind sie sogar mit einer Relax-Funktion ausgestattet. Wenn du dein Auto lädst, kannst du also per Knopfdruck auch für dich selbst Energie tanken. Unser IONIQ 6 hat zudem als Sonderausstattung eine wunderschöne Ambientebeleuchtung. Die gewünschte Farbe kannst du in den Einstellungen am Display anpassen. Tolles Feature und ein absolutes Sahnehäubchen, wie ich finde. Okay, schauen wir uns jetzt die Bedienung an. Das Lenkrad ist aus Leder und liegt gut in der Hand. Unten ist es abgeflacht. Je nach Ausstattung verfügt das Lenkrad in der Mitte über interaktive Pixelleuchten, die über den Fahrmodus, Ladestatus und weitere Dinge informieren. Ja, ein schönes Feature, aber eben aufpreispflichtig. Um das Lenkrad herum sind einige Hebel und Knöpfe angeordnet, die sehr gut erreichbar und ja, haptisch angenehm sind. Achtung, der Schaltknopf für die Gänge befindet sich beim IONIQ 6 hinter dem Lenkrad. Das ist vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig, aber bereits nach wenigen Fahrten ganz normal. Richtig komfortabel finde ich, dass du hier per Knopfdruck die Fahrmodi ändern kannst. Also ob du nun im Eco-Modus, Normalmodus oder Sportmodus fahren möchtest.
Der Hyundai IONIQ 6 hat eine 12,25 Zoll Instrumentenanzeige und ein 12,25 Zoll Infotainment-System mit Touch-Funktion integriert, das beim Start schöne Effekte zeigt. Auf dem Startscreen siehst du bereits den aktuellen Ladestand des Akkus und die erwartete Reichweite auf Basis der bisherigen Fahrweise. Swipest du nach rechts, kommst du zu den Apps bzw. zu den einzelnen Einstellungen. Die Klimatisierung kannst du sowohl über das Touch-Display als auch hier unten steuern. Ich finde gut, dass Hyundai hier für unterschiedliche Kundengruppen unterschiedliche Wege anbietet. Drückst du hier unten auf den Knopf Climate, kommst du aber auch direkt in die entsprechende Übersicht auf dem Touch-Display. Dort kannst du einzelne Einstellungen detaillierter vornehmen als über die Buttons. Also ich persönlich steuere die Klimatisierung während der Fahrt lieber über diese Knöpfe. Das geht aus meiner Sicht schnell und ist weniger kompliziert. Hier zum Beispiel hast du die Energieinfo und hier die Einstellungen für die Ladevorgänge. Für DC-Laden macht es zum Beispiel Sinn, nur bis 80% einzustellen. Ich stelle aber lieber 90% ein. Da das Auto am HPC-Charger oft so schnell lädt, dass es schon fertig ist, wenn ich zurückkomme. Dann kann der IONIQ gern noch ein paar Prozentpunkte mehr laden und ich breche den Ladevorgang dann manuell ab. In den Einstellungen kannst du natürlich auch diverse Sicherheitsfunktionen, wie zum Beispiel den Spurhalteassistent, adaptieren. Zu diesem gebe ich dir aber während der Fahrt später noch einen kleinen Tipp. Super spannend ist aber auch die Ladeplanung über das Navigationssystem. Da kommst du entweder über das Display direkt hin oder indem du hier unten auf den Knopf NAV drückst. Das probieren wir gleich mal aus. Ich gebe jetzt hier mal mein Ziel ein, zum Beispiel Potsdamer Platz. Aber warum eintippen? Nutzen wir doch einfach den Sprachassistenten. Dazu drücke ich auf den Button und sage Navigation Potsdamer Platz. Jetzt gleich sehe ich hier meine Route. Und weil es ohne Zwischenladen nicht bis nach Berlin reicht, werde ich gefragt, ob mir automatisch eine passende Ladestation auf der Route hinzugefügt werden soll. Ja, das möchte ich. Tja, fertig. Ich sehe also schon jetzt, wo ich unterwegs laden werde und kann losfahren. Ein großer Störfaktor im IONIQ 6 ist, wie ich finde, die Warnfunktion für die Übertretung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Und wenn es auch nur um 1 km/h ist, das ist das Piepen, das du je nach Fahrweise im Auto hören wirst. Diese Funktion ist von der EU vorgeschrieben. Hier kann also Hyundai wenig dafür. Aber was der Hersteller hier deutlich besser hätte machen können, ist das Ausschalten dieser Warnfunktion zu erleichtern. Denn das ist ziemlich gut in den Einstellungen versteckt. Und daher brauchst du dann doch etwas Zeit, um das Piepen ausschalten zu können. Natürlich solltest du immer die Geschwindigkeitsbegrenzung einhalten, aber es ist bestimmt schon jedem von uns passiert, dass man versehentlich 1 oder 2 km/h zu viel auf dem Tacho hat. Aber gut, ansonsten ist die Ausstattung und Bedienung des IONIQ 6 tipptopp. Und vielleicht wird es ja dafür noch ein Software-Update geben, was das deutlich erleichtert. Hier kommst du übrigens zu den Einstellungen für die Sitzheizung. Im Winter nicht ganz unerheblich. Über diese Taste hier kommst du auch direkt zu dieser Einstellung. Okay, aber jetzt lass uns mal eine kleine Spritztour machen. So, jetzt drücke ich mal hier auf den Startknopf. Beide Displays schalten sich an, beide Monitore schalten sich an und die Außenspiegel projizieren jetzt gestochen scharf das Bild in den Innenraum. Das ist sicher für manche Autofahrer erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber alles eine Frage der Zeit. Natürlich kannst du aber auch ein IONIQ 6 mit ganz normalen herkömmlichen Außenspiegeln fahren. Der Button Auto holt ist auch recht praktisch, denn sobald ich bremse und das Auto zum Stillstand kommt, kann ich den Fuß wieder vom Pedal nehmen, ohne zum Beispiel den Parkmodus schalten zu müssen. Und das Auto bleibt stehen und fährt erst weiter, wenn ich wieder Gas gebe. So, jetzt lasst uns losfahren. Ich trete mal auf die Bremse und werfe hier mal den ersten Gang rein und wir fahren mal ganz langsam an. Ja, läuft schön ruhig. Gucken wir mal, wenn wir den Drive-Mode ändern, was da passiert. Ja, Sport-Modus. Im Instrumentendisplay sehe ich übrigens alle wichtigen Informationen, so zum Beispiel der aktuelle Ladezustand der Batterie, die eingestellte Rekuperationsstufe dazu, komme ich später noch, die Außentemperatur oder der aktuelle Verbrauch. Außerdem sehe ich zum Beispiel die aktuelle Geschwindigkeit und prognostizierte Reichweite, welche Assistenzsysteme aktiviert sind und welches Geschwindigkeitslimit am aktuellen Standort gilt. Hier links findest du den Button für den Tempomaten und gleich daneben den für den Spurhalteassistenten. Also ich persönlich finde den laut EU-Vorschrift eingestellten Assistenten etwas zu straff, weil er dir eigentlich grundsätzlich die Möglichkeit lässt, über deine Spur hinauszufahren. In dem Fall piepst das Auto einmal, führt dich aber sehr stark mitunter ad hoc, auch viel zu stark, nach rechts zurück in deine Spur. Mit einem langen Drücken auf den Button schaltest du ihn übrigens aus. Ja, siehst du, hier oben erlischt dann die entsprechende Anzeige. Wenn du nur kurz auf den Button drückst, aktiviert sich ein anderer Spurhalteassistent, der dich wirklich perfekt anhand der Fahrbahnmarkierungen in der Spur hält.
leuchten die Symbole in der Instrumentenanzeige grün auf, arbeiten sie auch wirklich aktiv. Neben dem Spurhalteassistenten hat unser Ioniq 6 übrigens noch viele weitere Sicherheitsassistenten, wie zum Beispiel einen Totwinkelassistenten oder einen Notbremsassistenten oder einen Ausstiegsassistenten, der dich vor dem Aufmachen der Tür warnt, wenn ein Radfahrer oder Fußgänger von hinten kommt. Unser Ioniq 6 hat ein Head-Up-Display, das dir die wichtigsten Informationen, so wie zum Beispiel die aktuelle Fahrgeschwindigkeit und allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzungen, anzeigt. Was ich recht genial finde, mit den Schaltwippen hier rechts und links hinter dem Lenkrad kann ich sogar während der Fahrt die Rekuperation anpassen. Damit beeinflusse ich, wie stark das Auto automatisch bremst, wenn ich weniger oder eben gar kein Gas gebe. Je höher das Level, desto mehr Energie wird zurück in die Batterie gespeist. Ich fahre übrigens überwiegend mit Stufe 3. Bei vorausschauendem Fahren muss ich so fast gar nicht mehr auf die Bremse treten. Also ich persönlich liebe das One-Pedal-Driving. Laut Herstellerangaben hat der Ioniq 6 im besten Fall eine kombinierte Reichweite von 614 Kilometern nach WLTP. Je nach Ausstattungsvariante ein Verbrauch von 13,9 bis 15,1 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Und beschleunigt laut Hyundai im optimalsten Fall in 7,4 Sekunden von 0 auf 100. Laut ADAC hat er einen Bremsweg aus 100 km/h von 35,5 Metern. Er kann eine Höchstgeschwindigkeit von 185 km/h erreichen. Dann wird er abgeriegelt. Ja, das macht aus meiner Sicht auch Sinn, weil der Verbrauch ohnehin bei hohen Geschwindigkeiten überproportional steigt. Auf Asphalt bietet der Hyundai Ioniq 6 eine stabile Straßenlage. Er fährt sich sehr sicher und ruhig, unabhängig davon, ob du mal schnell einlenken musst oder die ein oder andere Kurve nimmst. Sehr angenehm ist auch die laufruhige Lenkung. Hier spürst du kein Stocken. Ein leichtes Untersteuern ist vorhanden, ja, aber nur, wenn du sehr hohe Geschwindigkeiten fährst. Ansonsten ist das Fahrerlebnis mit dem Hyundai Ioniq 6 echt großartig. Der Wendekreis des Autos ist mit rund 12,5 Metern relativ groß, was insbesondere in der Stadt nicht unbedingt ideal ist. Aber gut, Wenden und Einparken ist bei jedem Auto Übungssache. Parkpiepser vorn und hinten sowie die Rückfahrkamera helfen. Darüber hinaus ist unser Hyundai Ioniq 6 mit einer 360-Grad-Übersichtskamera ausgestattet. Die funktioniert ziemlich gut und erleichtert auch das Parken deutlich. Darüber hinaus verfügt unser Fahrzeug über einen Parkassistenten zum intelligenten Parken, was das Ganze zum Kinderspiel macht. Der Ioniq 6 hat mich persönlich stark begeistert, abgesehen von dem Piepen bei der Geschwindigkeitsüberschreitung. Da muss Hyundai tatsächlich noch mal irgendwie ran, um das Ausschalten zu erleichtern. Ansonsten, wie gesagt, top! Das Auto ist mit seinem dynamisch effizienten Erscheinungsbild sicherlich ein Blickfang. Darüber hinaus überzeugt er mit seiner innovativen und nachhaltigen Materialauswahl im Innenraum. Der Ioniq 6 ist sehr geräumig und durchdacht. Die Beinfreiheit auf allen Plätzen ist spitze. Nur die Kopffreiheit hinten bei sehr großen Personen ist nicht ganz optimal. Das Fahrerlebnis ist einfach großartig, weil er sich sicher, angenehm und spritzig fährt. Der CW-Wert von 0,21 verhilft dem Fahrzeug zu einer Wahnsinns-Energieeffizienz, also einem geringen Stromverbrauch und somit zu einer hohen elektrischen Reichweite. An DC- und HPC-Ladestationen lädt das Auto extrem schnell und zählt sicherlich zu den am schnellsten ladenden E-Autos. Das ist große Klasse. Also vielen Dank, dass ihr beim Autocheck dabei wart und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss, euer Tim von GoE. Thank you.